Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, ich merke, die Präsidentin ist schon gequält, weil es so viele letzte Reden heute gibt, meine auch. Deshalb will ich mal mit etwas Positivem anfangen. Ich kann definitiv letzte Zweifel zerstreuen. Die Funktionsfähigkeit des Deutschen Bundestages ist durch das Ausscheiden von Christoph Bergner, von Franz Tönnies, von Gernot Erler, von Marie-Louise Beck und von mir nicht beeinträchtigt. Insofern kann ich alle beruhigen. Ich will mich auch diese Gelegenheit nutzen, mich bei allen Kollegen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Anders als mancher draußen glaubt, ist die parlamentarische Arbeit vor allem im Ausschuss keine Arena für parteipolitisches Gezänk oder für Grabenkämpfe. Ich habe die Arbeit erlebt als außerordentlich sachlich, gelegentlich sogar sachkundig und in breitem Konsens, was die wesentlichen Prinzipien unserer Außenpolitik angeht. Das Verhältnis zu Israel, die Westbindung, die europäische Integration und seit Willy Brandt und Egon Bahr auch das Verhältnis, den Ausgleich mit dem Osten, mit Russland. Ich bedanke mich auch beim Genossen Gerke, der sich gelegentlich an diesem Konsens abgearbeitet hat. Wolfgang Gerke, du wirst weiter für die Herbeiführung des Staatssozialismus arbeiten. Das ist in Ordnung. Besser du machst das hier, als wenn du zu Hause deine Frau nervst. Er wird nicht kommen, aber das ist in Ordnung. Damit werden wir beim heutigen Thema östliche Partnerschaft. Gerade in dieser Woche und bei diesem Thema muss man an den alten Kohl erinnern und seine Begründung, warum wir damals nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion den östlichen Staaten eine europäische Perspektive gegeben haben. Er hat gesagt, die europäische Systematik ist die beste Gewähr dafür, für Frieden, Sicherheit und Wohlstand. Und weil alles andere nur Armut, Unsicherheit und Instabilität erzeugt, müssen wir ihnen eine europäische Perspektive geben. Das ist in ureigenstem deutschen Interesse, dass Polen, die baltischen Staaten und all die anderen Mitglied der europäischen Familie werden und dass es keine Zwischenzonen gibt. Nun gibt es noch die Länder der östlichen Partnerschaft, die bisher draußen geblieben sind. Es gibt die Ukraine, die hat die Assoziierung, aber die Ukraine ist noch nicht über den Berg. Die geopolitischen und vor allem sozialen Folgen wären fatal, wenn der europäische Weg der Ukraine scheitert. Und deshalb bedarf es aller Anstrengungen. Und deshalb bedarf es aller Anstrengungen, dass die Ukraine den Weg in die europäische Normalität schafft. Ich wünsche mir dabei manchmal mehr Realitätssinn und dass wir weniger Luftschlösser bauen und etwas weniger die Dinge schönreden und etwas weniger Wertepädagogik üben, anderen gegenüber. Bitte nicht wieder nach deutschem Wesen soll die Welt genesen. Und übrigens gilt das in der Tat auch für Nord Stream 2. Wir brauchen mehr Mut, sonst geht das schief. Und bei Griechenland haben wir gezeigt, dass es gehen kann, dass es vielleicht gehen kann, wenn wir uns anstrengen. Und das politische Kunststück ist es, das alles auch noch mit Russland zu besprechen, dass dort die alten Ängste und Gelüste nicht wieder aufkommen. Auch hier erinnere ich an den alten Kohl. Der hat immer gesagt, die Sorgen und Probleme der anderen, des Gegenüber mitdenken. Und ich habe den Eindruck, dass dies in den letzten 10 Jahren nicht wirklich vollständig gelungen ist. Und deshalb müssen wir weiter intensiv an diesem Thema arbeiten. Was übrigens die russische Außenpolitik in keiner Weise freispricht. Die russische Westpolitik ist bei Licht betrachtet grandios gescheitert. Aber das ist nichts, was bei uns Genugtuung hervorrufen kann. Also vergesst mir Osteuropa nicht. Denkt an die Worte des klugen Karl Schlögel, der gesagt hat, die Mitte Europas ist nach Osten gerückt. Und das hat politische und kulturelle Konsequenzen. Und ich habe den Eindruck, manch einer bei uns hat das noch nicht so richtig verstanden. Es gibt so viele Konflikte draußen in der Welt, aber Deutschland ist keine Weltmacht. Nicht nur Warschau und Vilnius und Riga sind europäische Metropolen, sondern auch Moskau, Kiew und Minsk. Das ist Teil Europas. Diese Städte sind Teil Europas. Sie liegen sozusagen politisch in unserem Vorgarten. Und sie dürfen nicht in den Windschatten der großen Probleme
und Krisen geraten, den in Brand gesteckten Nahen Osten, die Flüchtlingskrise, Brexit und noch den amerikanischen Präsidenten. Das ist das, was ich denen, die hier weitermachen, noch auf den Weg geben möchte. Ich künde übrigens an, dass ich weiter auch außerhalb des Mandats in Osteuropa aktiv sein werde, selbst wenn der eine oder die andere das als Bedrohung empfinden mag. Es würde mich freuen, wenn wir uns gelegentlich austauschen und auch wieder begegnen würden. Ich danke ein letztes Mal, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Bernd Fabricius hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.